In diesem Video möchte ich euch einen größeren Leak zum Ab ins Schneeparadies Erweiterungspack vorstellen, der für viele Spieler interessant sein sollte. Die Weltenkarte von Mount Komorebi wurde vermutlich bereits jetzt veröffentlicht. Schon bereits einige Tage vor der offiziellen Ankündigung ist auf Twitter ein Bild einer zu dem Zeitpunkt völlig unbekannten Welt sowie einem neuen Erweiterungspack-Symbol im Hauptmenü aufgetaucht. Viele Spieler stempelten diese Bilder als Fake ab, da diese scheinbar aus einem Livestream von Lil Simsy gescreenshottet und mit der Weltenkarte manipuliert wurden. So bin auch ich davon ausgegangen, dass dieser Leak wohl nicht echt sein wird und habe diesen einfach ignoriert. Nach der Ankündigung des Packs müssen wir wohl aber feststellen, dass diese Weltenkarte wahrscheinlich wirklich zum neuen Pack gehört. Hier ist ebenfalls wie in Mount Komorebi ein Friedhof zu sehen, der Bahnhof aus dem Trailer lässt sich erkennen, die rote Brücke ist auf der Karte abgebildet und der rote Turm sowie das Skigebiet passen extrem gut zusammen. Auch die auffällig roten Bäume sind auf der Weltenkarte abgebildet. Es wirkt alles extrem stimmig, so viele Zufälle auf einmal wären meiner Meinung nach wirklich unwahrscheinlich, wenn jemand vor der eigentlichen Ankündigung diese Weltenkarte gefaked haben sollte. Falls diese Weltenkarte also echt ist, können wir uns über drei neue Nachbarschaften mit 14 neuen Grundstücken freuen. Den Leak einer Weltenkarte vor der eigentlichen Ankündigung gab es bisher in The Sims 4 aber auch noch nicht. Spätestens dann zum Entwickler-Livestream am 30. Oktober um 20 Uhr wissen wir dann, ob dieser Leak echt war. Übrigens, bei Instant Gaming könnt ihr die neue Ab ins Schneeparadies Erweiterung für nur 26,89 € vorbestellen, also rund 33% günstiger als bei Origin. Schaut in der Beschreibung vorbei, wenn ihr mich unterstützen wollt. Was denkt ihr über die vermeintliche Weltenkarte? Würdet ihr euch über diese im Pack freuen? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.